Freunde, der Delan-Clip. Ihr kennt den Delan-Clip unter anderem durch mich, weil ich habe damals im LS17, als der Delan-Clip bzw. Headtracking in mein Leben getreten ist und ich seitdem nicht mehr ohne spielen möchte. Und deswegen, vor allen Dingen deswegen, weil ich auch diesen Erfinder hinter den Delan-Clip mittlerweile sehr, sehr gut kenne oder seitdem sehr gut kenne. Und der mich gebeten hat, dass ich neue Videos mache. Natürlich mache ich das gerne. Und ich möchte euch auch in diesem Zuge seine neue Homepage vorstellen, wo dieser wunderschöne Österreicher prangt, ja, mit dem DCS-Flugsimulator im Hintergrund. Und es gibt auch neue Hardware. Es gibt genauer gesagt eine neue Kamera. Es ist eine Kamera mit Face-Tracking. Das heißt, ihr braucht es nicht unbedingt den Clip dazu. Es reicht auch, wenn ihr ein Gesicht habt, was ja grundsätzlich kein Fehler ist. Aber ich muss gestehen, bis jetzt und immer noch ist mir der Delan-Clip am liebsten. Ich habe den mittlerweile modifiziert mit Schrumpfschläuchen, weil ich es einfach optisch ganz gut finde. Und es ist nur immer dieses wunderschöne Gerät aus Aluminium gefertigt. Hier die Kombination Wireless in der Variante. Ich persönlich habe die Gamer Pro Variante am liebsten. Ich mag dieses Stück einfach und zum Schutz der Kabeln und aus optischen Gründen habe ich einfach Schrumpfschläuche drumherum gemacht. Ja. Ich habe auch mittlerweile eine neue Variante empfohlen bekommen. Blackie, Dankeschön. Werde ich auch nicht vergessen, wie man den Delan-Clip am besten und einfachsten und am festesten am Headset montiert. Kann ich euch auch gerne in die Videobeschreibung packen. Und ihr werdet, ja, ob ihr wollt oder nicht, ich werde euch das jetzt so lang reindrücken, dieses Thema, ja, bis euch bei den Ohren wieder rauskommt, Freunde, weil der Delan-Clip eins der Geräte ist, die man wirklich fürs LS spielen, unter anderem auch Elite Dangerous, DCS, War Thunder und so weiter, das kann man mega gut benutzen. Und es macht einen Unterschied, auch wenn ihr es nicht glaubt, ob man die Kamera mit dem Kopf steuert oder nicht. Also das ist definitiv was extrem Feines, extrem Smoothes und Schönes, wenn man hier einfach sieht, während man das Ganze mit Lenkrad, Maus oder Tastatur oder mit dem Controller steuert, wo man kann sich hier ohne Probleme mit dem Clip umschauen. Und das ist wirklich gut. Also das ist, ich weiß, schwierig zum Vorstellen, wenn man es nicht kennt. Aber wenn man das Ding einmal hat und wenn man dieses Ding auch einmal eingestellt hat, was ja auch nicht immer ganz einfach ist, da müssen schon mehrere Faktoren zusammenspielen, dann kann man hier wirklich profitieren. Weil es einfach nicht nur ein Ticken realistischer ist, vor allen Dingen, aber es ist auch praktisch. Deswegen, wenn man hier zum Beispiel jetzt beim Abladen ist, kann man nach hinten schauen, kann man den Drescher beobachten. Das kann man natürlich auch machen, indem man die Maus steuert. Aber gerade beim Arbeiten mit Maus, beziehungsweise gerade nicht mit Maus, es ist eigentlich ziemlich egal, mit was für Hardware aus man das Ganze steuert. Ich habe es damals geliebt mit Lenkrad, weil man einfach keine Hand mehr braucht für die Kamera. Und auch wenn man an diversen Lenkrädern Sticks hat, mit denen man die Kamera steuern kann, ja, es ist trotzdem super smooth, wenn man, wenn man das nicht machen muss. Also ich zeige es jetzt hier einmal beim LS. Wir werden die Tage natürlich auch in andere Spiele reingehen und ich werde es euch da nur mal zeigen. Und das ist für mich der Riesenvorteil am Clip. Ich muss nicht jedes Mal Angst haben, weil beim Face-Tracking ist das Problem, jedes Mal, wenn ich den Kopf bewege, ja, geht die Kamera mit. Delan-Clip oder dieses, dieses Prinzip dahinter ist auch beim Eye-Tracking ist ein bisschen schwieriger. Nicht, dass es nicht geht, bitte nicht falsch verstehen, ja. Ich persönlich mag das Punkt-Tracking vom Delan-Clip halt am allerliebsten. Ich sehe das einfach am praktischsten. Beim Eye-Tracking ist immer ein bisschen schwierig, wo man gerade hinschaut und so weiter. Deswegen, gerade wenn man Chat hat, gerade wenn man woanders hingucken möchte, möchte ich nicht, dass das getrackt wird. Ja, zum Beispiel. Es sind nur Beispiele. Ich werde euch aber trotzdem die nächste Zeit echt, echt langweilen mit dem ganzen Thema, weil ich einfach so viel bringen werde und er möchte. Und wie immer auch
könnt ihr mich unterstützen, aber das soll nicht, ich möchte euch wirklich vermitteln, dass dieser TLAN-Clip beim Zocken gerade LS, ETS, ATS, Elite Dangerous, War Thunder, das Citizen, wie die ganzen Spiele auch heißen, dass das wirklich einen absoluten Mehrwert bringt. Ob sie es glaubt oder nicht, ich weiß. Aber ich habe auch festgestellt, viele wissen nicht, was ist der TLAN-Clip, was für Vorteile bringt der oder was kostet das, wie kriege ich das und so weiter und so fort. Da gibt es schon ein paar Punkte und das ist mir persönlich immer schon wichtig gewesen, gerade beim TLAN-Clip, weil dieser Mensch dahinter nicht nur so heißt wie ich, ja, sondern vor allen Dingen auch super sympathisch ist und ich dem jeden Verkauf gönne und deswegen möchte ich ihn da wieder so ein bisschen unter die Arme greifen, auch diesen Kanal natürlich auch gerne wieder mit einbringen, weil das einfach sinnbringend ist. Und wir, Freunde, sehen uns beim nächsten Video wieder. Wird es wieder vermutlich Tutorials geben, wobei ich immer nur der Meinung bin, die alten reichen völlig aus. Aber falls ihr Fragen habt rund um den Clip, in die Kommentare. Bitte gerne liken, bitte gerne teilen. Das soll ein bisschen unsere Mission hier werden, den Clip voranzubringen. Ich habe mittlerweile neue Befestigungsmöglichkeiten entdeckt. Nicht nur vom Clip selber, das habe ich vorhin erwähnt, aber auch von der Kamera. Ich kann euch das gerne teilen, ich kann euch das gerne mit auf den Weg geben für alle, die sagen, ah, wo soll ich das Ding befestigen und so weiter. Also ich bin da mittlerweile selber reifer und weiter als wie damals und habe da, wie gesagt, viele neue Möglichkeiten entdeckt, die man da sicherlich auch mitnehmen kann. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich. Viel Spaß beim Surfen auf der neuen Homepage vom TLAN-Clip und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!